Als die Westfront 1915 nach der Marne-Schlacht sich mehr und mehr in einen Stellungskrieg verwandelte, versuchten alle Seiten wieder Bewegung in den Krieg zu bringen. Neben Gas, Panzern und tagelangen Artillerievorbereitungen setzten die Deutschen schließlich auf eine neue Einheit mit neuen Taktiken, die Sturmtruppen. Die schweren Kämpfe an der Westfront waren auf beiden Seiten geprägt vom Anrennen zehntausender Männer gegen schwer befestigte Stellungen, die von Soldaten mit Maschinengewehren und Handgranaten verteidigt wurden. Auch der Einsatz von Gas und lang anhaltendem Artilleriebeschuss führte auf beiden Seiten zwar zu großen Verlusten, aber es gelang selten ein tiefer Einbruch und ein Übergang in einen Bewegungskrieg. In der Regel wurden durch große Offensiven mit Hunderttausenden an Gefallenen lediglich geringe Geländegewinne gemacht. Die Einheit, die erstmals an der Westfront auf andere Taktiken setzte, war die aus zwei Pionierkompanien gebildete Sturmabteilung Kaltsow. Im März 1915 wurde diese Einheit von der preußischen Armee aufgestellt und war nach ihrem führenden Major benannt. Im August 1915 stieß der aus einem Gardeschützenbataillon versetzte Willy Rohr zu der inzwischen umbenannten Armeeabteilung Gäde. Da die Einheit an der Loretto-Front sehr verlustreich agierte, wurde sie aus der Front herausgelöst. Von nun an übernahm Rohr die Einheit und begann mit der Ausbildung nach seinen Vorstellungen. Obwohl Rohrs taktische Ideen nicht neu waren, blieben sie bisher weitgehend unbeachtet. Rohr rüstete seine Abteilung auch mit Maschinengewehren und erstmals auch mit den Stahlhelmen aus. Er setzte auch auf eine neue Waffe. Bernhard Redemann entwickelte ab 1912 ein schreckliches Werkzeug der Zerstörung, das am 26. Februar 1915 bei Malancourt vor Verdun zum ersten Mal eingesetzt wurde. Unter den verstörten Gefangenen, die während des Angriffs gemacht wurden, befand sich ein französischer Offizier, der zuvor mit ansehen musste, wie große Teile seiner Einheit starben oder flohen. Seine einzigen Worte waren: "C'était le feu", das war die Hölle. Die Waffe, deren Einsatz er Zeuge wurde, war der Flammenwerfer. Er sollte zur grausamsten Waffe im Arsenal der Sturmtruppen werden. Nicht ohne Grund trugen die Männer des Flammenwerfertrupps Sturmbataillon Nummer 5 an ihrer Uniform ein Totenkopf-Ärmelabzeichen. Im Dezember 1915 gab es nun die Gelegenheit für Rohr, seine Theorien in die Praxis zu überführen. Der Hartmannsweilerkopf, ein Berg in den Vogesen, der beherrschenden Seite eine gute Sicht über das Gelände einbrachte, war während des Krieges hart umkämpft. Hier sollte Rohr seine Theorien testen können. Die Sturmabteilung Rohr wurde an den Kämpfen um den Hartmannsweilerkopf beteiligt und agierte erfolgreich. So erfolgreich, dass Rohrs Einheit an mehreren Frontabschnitten eingesetzt wurde. Die unmittelbaren Vorgesetzten zeigten sich zufrieden. Ende Dezember 1915 wurden dazu mehrere Lehrkurse in der Anwesenheit des Generals der Infanterie, Hans Gäde, durchgeführt. Rohrs Taktiken fanden mehr und mehr Beachtung, besonders da sich die Fronten noch weiter verhärteten. Mit dem Angriff auf Verdun wollte die deutsche oberste Heeresleitung unter Falkenhayn dies ändern. Doch auch diese Großoffensive lief sich bald fest und wurde zu einer Blutmühle für beide Seiten. Hier könnte sich nun zeigen, was die neuen Taktiken bewirken konnten. Rohrs Sturmabteilung wurde an die Front vor Verdun befohlen. Doch dieses Mal konnten Rohrs Männer keinen entscheidenden Beitrag leisten. Ganz im Gegenteil. Wegen der hohen Verluste seiner Abteilung wurde sie aus der Front herausgezogen. Nach Rohrs Theorie sollten seine Sturmtruppen rasch an den Feind heranrücken und schnellstmöglich den Kampf im Graben aufnehmen. Doch die neu zugeteilten Infanteristen unter seinem Kommando hatten noch nicht die nötige Erfahrung im Umgang mit den Maschinengewehren, leichten Minenwerfern und vor allem den Nahkampfwaffen. Doch im Armee-Oberkommando 5 glaubte man an Rohrs Methoden und befahl ihm, mit der Ausbildung fortzufahren. Und auch der zumindest nominelle Kommandeur der 5. Armee, der Kronprinz Friedrich Wilhelm Viktor August Ernst, zeigte sich beeindruckt und es wurde verfügt, die Abteilung zu einem Sturmbataillon zu verstärken. In Bieville, einem Örtchen an der französisch-belgischen Grenze, befanden sich die Infanteriequartiere des Rohrschen Sturmbataillons. Im nahegelegenen Wald von Doncoeur legte das Lehrbataillon ein Übungswerk an, in dem über die Jahre tausende deutsche und österreichische Offiziere im modernen Infanteriekampf ausgebildet werden sollten. Die oberste Heeresleitung befahl zunächst, einige Jägerbataillone aus der Front herauszulösen, die von Rohr trainiert werden sollten. Wie die Pioniere waren die Männer der Jägerbataillone bereits an eine dezentrale Führung gewohnt
und ihnen fiel die taktische Umstellung auf kleinere Trupps nicht schwer. Das Bataillon von Rohr wurde 1916 wieder und wieder an Brennpunkte in der Front geworfen. Und das so erfolgreich, dass dieser dem Kaiser selbst über die Erstürmung der Schlucht von Souville Bericht erstattete. Die sogenannte Souville-Nase war eine Einbuchtung in der deutschen Front. Diese entstand, da die deutschen Truppen während der noch laufenden Schlacht um Verdun aufgrund des französischen Widerstandes an dieser Stelle nicht weiter vorrücken konnten. Rohr und einige seiner Stoßtrupps wurden in diesem Gebiet schließlich eingesetzt. Und tatsächlich gelang es ihnen, in sich lichtenden Nebel am Morgen des 3. September 1916 einzelne Einbruchstellen zu erzeugen, von denen aus die übrigen Abschnitte der feindlichen Front aufgerollt werden konnten. Am 7. Februar 1917 erhielt Rohrs Sturmabteilung seinen berühmten Namen, Sturmbataillon Nummer 5 Rohr. Obwohl das erste Bataillon dieser Art, erhielt es wegen seiner Zugehörigkeit zur 5. Armee die Nummer 5. Zu dieser Zeit waren bereits zahlreiche Sturmbataillone erfolgreich an der Front im Einsatz. Doch gehen wir ein paar Jahre zurück, denn die Sturmtruppentaktiken sind nicht nur von Rohr erdacht worden. Während der Schlacht von Verdun schrieb der französische Kapitän André Lafargue mehrere Pamphlete über den Infanteriekampf, die von den Deutschen erbeutet wurden. Zum Beispiel war er der Meinung, dass Truppen autark in kleineren Gruppen agieren sollten. Diese Ideen wurden von der französischen Führung ignoriert, aber die Deutschen nahmen sie dankend auf. Doch auch die Russen wandten 1916 während der Brusilow-Offensive Infiltrationstaktiken kleinerer Kampfgruppen an. Dabei wurde aufgrund des Mangels an Artilleriemunition auf kurze Feuerüberfälle gesetzt. Die Österreicher, für die tagelange Trommelfeuer eine Offensive ankündigten, wurden überrascht, als bereits nach kurzem Beschuss infanteristische Angriffe durch sogenannte Schocktruppen erfolgten. Diese Taktik war während der Offensive sehr erfolgreich. Ironischerweise versorgte das russische Oberkommando wegen ihrer Siege fortan Brusilows Truppen mit mehr Munition. Dies führte dazu, dass man von den aus der Not geborenen kurzen Feuerüberfällen wieder zu einer langanhaltenden Artillerievorbereitung überging. Damit war das unabsichtlich erzielte Überraschungsmoment wieder verloren. Doch Oskar Emil von Hutier, preußischer General der Infanterie, zog seine Lehren aus der Brusilow-Offensive. Erfolgreich war eine kurze, aber heftige und gezielte Feuervorbereitung im Verbund mit Infiltrationstaktiken. Eine weitere wichtige Figur, die ihre Erfahrungen einbrachte, war der Artillerieoffizier Georg Bruchmüller. In seinen Überlegungen sollte die Artillerie neben der Bekämpfung feindlicher Batterien eine weitere wichtige Aufgabe übernehmen: das Niederhalten der feindlichen Infanterie. Dieses Vorgehen würde die Infiltrationstaktik sehr gut ergänzen. Die eigene Infanterie sollte im Schutz einer vorhergehenden Feuerwalze den feindlichen Graben unbeschadet erreichen. Um die maximale Wirkung zu erzielen, teilte er seine Geschütze nach Kalibergrößen und Reichweiten ein. Dafür wurden exakte Zeitpläne erstellt, was der Infanterie ermöglichte, sich nur 100 Meter hinter der Feuerwalze bewegen zu können. Erstmals setzte Bruchmüller dieses Vorgehen im April 1916 an der Ostfront erfolgreich ein. Im September 1917 wurden Hutiers Infiltrationstaktik und Bruchmüllers Methoden kombiniert eingesetzt. Die von Bruchmüller angewandten Artillerieregeln, wie die Luftbildfotografie zum Ausmachen feindlicher Ziele, was das Einschießen erübrigte, und die Erstellung komplexer Zeitpläne finden teilweise heute noch Verwendung. Der Einsatz dieser Methoden war ein durchschlagender Erfolg und endete mit der Einnahme der Stadt Riga. Bruchmüller begann daraufhin, seine Ideen mit der Stoßtrupptaktik zu kombinieren und weiterzudenken. Er war verantwortlich für weitere Neuerungen, die aus seiner Sicht als Artillerieoffizier hervorgingen. Dazu zählte der Einsatz von Gefechtsfeldartillerie, wie Infanteriegeschützen und Minenwerfern. Dies erlaubte der Infanterie nun, Widerstandsnester selbstständig und effektiv unter Beschuss nehmen zu können. Dies sollte große Auswirkungen auf die Sturmtruppen haben, die im Jahre 1918 entscheidend zum Tragen kommen sollten. Seit der ersten Versuche Rohrs hatte sich die Zahl der Sturmbataillone stetig erhöht und auch die Bewaffnung wurde vielfältiger. Neben Flammenwerfern, Maschinengewehren wie dem 0815 oder dem Matzen-Maschinengewehr und Granatwerfern wurden, wie von Bruchmüller angeregt, auch Infanteriegeschütze wie die Feldkanone 16 eingesetzt. Die Soldaten waren zudem mit zahlreichen Stiel- und Eierhandgranaten ausgestattet. Auch geballte Ladungen, bei denen man mehrere Granaten zusammenband, wurden in großer Zahl eingesetzt.
Gerade der Einsatz von Granaten war für die Sturmtruppen von besonderer Bedeutung. Nicht selten trugen einzelne Soldaten eines Trupps Umhängetaschen voller Handgranaten und das Granatwerftraining war ein fester Bestandteil der Ausbildung. Anders als die reguläre Infanterie setzten die Sturmtruppen den K98A ein, eine verkürzte Variante des Gewehr 98. Aber auch Handfeuerwaffen wie die Luger, die P08 und die Mauser C96 waren sehr beliebt. Vor allem mit der späteren Maschinenpistole 18 sollte sich die Feuerkraft des einzelnen Sturmtrupplers im Grabenkampf noch einmal deutlich erhöhen. Man kann also sagen, dass die Sturmtruppen bis an die Zähne bewaffnet waren. Und dies zu einem Zweck. Die Feuer- und Stoßkraft sollte so stark erhöht werden, sodass es gelingen konnte, Einbrüche in die feindliche Stellung zu erzielen und zu erweitern. Neben den Waffen verwendeten die Sturmtruppen auch zahlreiche Werkzeuge, wie Drahtscheren, um zum Beispiel Stacheldrahthindernisse zu durchbrechen. Auch wurden sie an feindlichen Waffen geschult, um diese, wenn im Kampf erbeutet, nutzen zu können. 1917 waren Sturmbataillone an der Westfront keine Seltenheit mehr. Immer wieder wurden diese in besonders gefährliche Einsätze geschickt. In diesem Jahr erhielten die Mannschaften offiziell die Bezeichnung Grenadiere. Man sah sie in der Tradition der Eliteverbände Friedrichs des Großen und seiner Gardeinfanterie. Davon ausgenommen waren die Sturmbataillone Nummer 3 und Nummer 5, die aus Jäger- und Pionierbataillonen hervorgingen. Entsprechend nannte man ihre Mannschaften Jäger und Pioniere. Die Soldaten dieser Einheiten durften nicht älter als 25 Jahre, mussten unverheiratet, mental und physisch stark sowie athletisch sein. Mit Fortdauer des Krieges konnte man an diesen Idealen jedoch nicht mehr festhalten. Denn die Sturmtruppen sollten durch ihr aggressives Vorgehen den Feind in Bedrängnis bringen und diese Kampfweise, wenngleich erfolgreich, führte zu hohen Verlusten und das nicht nur im Einsatz. Auch während der Übungen, die so realitätsnah wie möglich gehalten wurden, gab es immer wieder Todesfälle. Die Grenadiere aber verbrachten weniger Zeit an der Front. Sie bekamen mehr Sold und wurden besser verpflegt. Im Jahre 1918 hatte sich die Stoßtrupptaktik im Vergleich zu ihren Anfängen stetig weiterentwickelt. Ging es anfänglich darum, feindliche Gräben zu stürmen, wurden die Taktiken 1918 in größere operative Planungen eingebunden. Mit dem Sieg über das russische Zarenreich machte sich die oberste Heeresleitung unter Ludendorff und Hindenburg daran, den entscheidenden Schlag an der Westfront zu planen. Das Unternehmen Michael, das am 21. März 1918 begann, sollte eine letzte Kraftanstrengung sein, um doch noch einen Siegfrieden zu erreichen. Die Sternstunde der Sturmtruppen war gekommen. Die Schlacht begann mit einem äußerst heftigen, fünfstündigen Feuerüberfall. Das von Georg Bruchmüller erdachte, dreiphasige System der Artillerievorbereitung kam nun voll zum Tragen. In der ersten halben Stunde wurden durch Luftbeobachtung ausgemachte feindliche Truppenkonzentrationen und Kommunikationszentren mit Gasgranaten beschossen. Die zweite, zweieinhalbstündige Beschussphase zielte darauf ab, die feindliche Artillerie niederzuhalten und bestenfalls auszuschalten. Hierbei setzte man auf eine Mischung aus Spreng- und Gasgranaten. In der dritten Phase preschten die Sturmtruppen im Schutz des eigenen Feuers vor. In dieser Phase des Krieges gingen manche Sturmtruppen besonders aggressiv vor und stürmten teilweise durch das eigene Feuer hindurch. Mit Pyrosignalen gab man der Artillerie die eigene Position bekannt. Und auch feindliche Positionen wurden auf diese Weise markiert und das Feuer konnte dementsprechend verlegt werden. Für Bruchmüller war der Einsatz von Gas entscheidend, denn mit Gasgranaten war es möglich, größere Areale zu treffen und Truppen kampfunfähig zu machen. Auch während Unternehmen Michael wurde das zuvor entwickelte Buntschießen eingesetzt. Dabei wurden verschiedenartige Gaskampfstoffe verwendet. Zum einen nicht tödliches Gas, das sogenannte Blaukreuz. Diese Kampfstoffe, zu denen zum Beispiel Tränengas gehörte, konnten die Gasmasken durchdringen, weshalb sie auch Maskenbrecher genannt wurden. Rissen die Soldaten sich dann die Masken herunter, waren sie den anderen Kampfstoffen, die ebenfalls verschossen wurden, ausgesetzt. Grünkreuz waren lungenschädigende Kampfstoffe, die sich jedoch schnell wieder verflüchtigten, sodass die anstürmenden Sturmtruppen davon nicht beeinträchtigt wurden. Das sogenannte Gelbkreuz, das auf die Haut wirkte, wurde hauptsächlich auf die Flanken und die feindliche Artillerie abgefeuert. Bruchmüller wusste, dass man keine Verteidigung nur mit Artillerie ausschalten kann. Das hatten die vergangenen 4 Jahre Krieg gezeigt. Aber seine Methoden vermochten den Feind zu lähmen. Gerade so lange, bis die Sturmtruppen bereits begannen, Durchbrüche zu erzielen. Anders als in den Kämpfen zuvor,
hatten sich die Sturmtruppen eine neue Taktik angeeignet. Statt Gräben aufzurollen oder Stellungen zu zerstören, brachen sie an den schwächsten Punkten durch die Front und versuchten so schnell es ging ins Hinterland vorzustoßen. Hier zerstörten sie Kommunikationslinien und griffen die unvorbereiteten Reserven an. Ganz untypisch für das preußische Militär handelten die Sturmtruppen nach der Auftragstaktik, bei der den Einheiten zwar Zielstellungen vorgegeben wurden, die Truppenführer vor Ort jedoch entscheiden konnten, wie sie dieses Ziel erreichen oder ob es je nach Lage nicht doch lohnendere Ziele gab. Das allgemeine Ziel war es, so viel Chaos und Schaden wie möglich hinter den eigentlichen Linien anzurichten. Die nun in ihren Gräben sitzenden feindlichen Einheiten wurden oftmals abgeschnitten und wurden von der nachrückenden deutschen Infanterie, die den Sturmtruppen folgten, angegriffen. Da sie keine Reserven erhielten, wurden viele dieser Stellungen überrannt, derweil die Sturmtruppen weiter vorrückten. In den letzten Jahren des Stellungskrieges wurden Hunderttausende Soldaten in monatelangen Offensiven geopfert, um lediglich wenige Kilometer Land zu erobern. Mit ihren neuen Taktiken gelang es den Deutschen in 2 Wochen, einen Fronteinbruch von 80 Kilometer Breite und 65 Kilometer Tiefe zu erzielen, womit man sich Paris deutlich genähert hatte. Doch letztlich musste die deutsche Offensive scheitern. Das Wesen der Niederlage lag ironischerweise auch in seinem Erfolg begründet. Falkenhayn, der 1916 noch Chef der obersten Heeresleitung war, hielt es für entscheidend, dass verlorene Gebiete sofort und wenn auch unter hohen Verlusten zurückerobert werden mussten. Ludendorff, der nach Falkenhayns Absetzung aufgrund der Niederlage bei Verdun gemeinsam mit Hindenburg den Oberbefehl übernahm, kam von der Ostfront. Dort war es nicht entscheidend, bestimmte Positionen zu halten oder zu erobern. Durch die Größe des Landes war eine flexiblere Strategie möglich. Rückzüge konnten auch zum eigenen Vorteil genutzt werden. Und Angriffe konnten an mehreren Stellen der feindlichen Front erfolgversprechend sein. Dieser Gedanke trug bei der deutschen Frühjahrsoffensive zwar dazu bei, große taktische Erfolge zu erzielen, jedoch verzettelte man sich strategisch und verlegte den Schwerpunkt der Offensive immer gerade an die Stelle, die am erfolgversprechendsten schien. Dies führte dazu, dass man sich auf das alte Schlachtfeld an der Somme vorkämpfte und die Durchbrüche sich sehr stark auffächerten. Man hatte zu viele taktische Erfolge erzielt, die man ausnutzen wollte. Hauptsache, der Angriff verlor nicht an Schwung. Kurz gesagt, die Deutschen hatten weder ausreichend Truppen, noch war es ihnen möglich, in den stark zerstörten Landstrichen den Nachschub in ausreichender Weise zu organisieren. Die Folge war, dass die vorrückenden Truppen durch die großen Nachschubschwierigkeiten zum Stehen kamen und Einheiten begannen, die Dörfer in der Umgebung zu plündern. Es kam sogar zu regelrechten Besäufnissen unter den Sturmtruppen, die jeden auffindbaren Weinkeller ausräumten. Der Mangel an Reserven und die bessere Koordination unter den Armeen der Entente brachte die Offensive schließlich zum Stehen. Trotz der gewaltigen Verluste und trotz des Verbrauchs aller Reserven hatten die Sturmtruppen den Armeen der Entente zahlreiche Niederlagen beigebracht. Die Deutschen sollten aus den bei Offensive Michael eingesetzten Taktiken ihre Schlüsse ziehen und 20 Jahre später auf die gleiche Weise vorgehen. Nur dieses Mal setzte man nicht auf die Sturmtruppen. Eine neue Einheit sollte das Schlachtfeld beherrschen und sollte die Durchbruchstaktik auch auf operativer Ebene zum Tragen bringen. Die Panzerwaffe.